Am Sonnabend empfängt unser FC Hansa die bisherige Überraschungsmannschaft der Drittligasaison 2015-2016, die SG Sonnenhof Groß Asbach. Tickets für die Partie gegen den aktuellen Tabellendritten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Online-Ticketshop und am Spieltag an den Stadionkassen, die ab 10 Uhr geöffnet werden. Neben der Partie des 14. Spieltages steht noch ein weiteres Thema am Sonnabend im Fokus. Unter dem Motto Hansa ist weiß-blau-bunt rufen wir alle Hansa-Fans dazu auf, ein Zeichen für Solidarität und Hilfsbereitschaft zu setzen. In Kooperation mit den Initiativen Rostock hilft und dem Ökohaus e.V. wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Flüchtlinge, die in Rostock einen ersten Zufluchtsort gefunden haben, zu unterstützen. Welche Aktionen genau geplant sind und wie ihr mithelfen könnt, erfahrt ihr auf www.fc-hansa.de. Dort erhaltet ihr auch alle Informationen zum kommenden FC Hansa Torwarttag. Am Dienstag kommen die Nachwuchskeeper auf dem Kunstrasenplatz vor der Geschäftsstelle der Kogge voll auf ihre Kosten. Teilnehmen können alle Jungs und Mädchen der Jahrgänge 2002 bis 2007. Wenn ihr Lust auf zwei professionelle Trainingseinheiten und einen mit Sicherheit unvergesslichen Tag bei eurem Lieblingsverein habt, dann meldet euch bis zum 23.10. mit einer Mail an die eingeblendete E-Mail-Adresse. In der vergangenen Woche haben wir zu einem großen Facebook-Voting aufgerufen, bei dem ihr für die neue FC Hansa-Brille von unserem Partner Optik Sagawa abstimmen konntet. Und gewonnen hat das Modell Hansa Forever. Bereits Ende November soll das moderne Brillengestell mit der unverwechselbaren Kogge und dem schicken weiß-blauen Look auf den Markt kommen. Und für den Gewinner der Aktion gibt es die neue FC Hansa-Brille vor allen anderen. Ob du Glück hattest, erfährst du in Kürze zeitnah auf unserer offiziellen Facebook-Seite. Noch bis Montagabend habt ihr die Möglichkeit, euch ein Originaltrikot von Oliver Neuville zu sichern. Dabei handelt es sich um genau das Jersey, das der Vize-Weltmeister von 2002 bei unserem Benefizspiel Materia vs. Paule getragen hat. Wenn ihr euch diesen Hansa-Schatz sichern wollt, klickt auf unsere Seite und holt euch alle Infos. Und das liegt an diesem Wochenende bei unseren Nachwuchsteams an. Unsere U21, die in den zurückliegenden 4 Partien 10 Punkte sammeln konnte und sich damit in der oberen Tabellenhälfte der Oberliga festsetzen konnte, gastiert am Sonnabend ab 14 Uhr beim 1. FC Neubrandenburg. Unsere A-Junioren empfangen am Sonntag um 12 im Volksstadion Hertha 03 Zehlendorf. Zeitgleich werden auch unsere B-Junioren am 8. Spieltag der U17 Regionalliga Nordost ebenfalls Zehlendorf zu Gast haben. Der Anstoß erfolgt im Leichtathletikstadion.